Also früher hatte ich eine Steuerberaterin, Freundin der Familie, das lief ganz gut und dann ist sie abgesprungen und dann habe ich es einmal mit Elster gemacht, hängen und würgen. Also Elster ist, also ich kann es nicht empfehlen, ehrlich gesagt, ist definitiv nicht benutzerfreundlich, bei allen. Also ich habe Elster gecheckt und ich war ehrlich gesagt sehr entsetzt und habe auch im Nachhinein irgendwie so gecheckt, dass das Ding ja von Bund und Ländern betrieben wird, also von den Behörden. Und warum sollen die Interesse daran haben, dir irgendwie zu helfen, einen Patienten zu sparen? Ja, gibt es ein paar andere Programme und Angebote, die definitiv da mit ein paar mehr Ratschlägen daherkommen, wie man auch irgendwo an Schrauben drehen kann, um halt ein bisschen was rauszubekommen. Ich habe einen Steuerberater jetzt, den wir neu an Bord geholt haben für Zweierpasch und der hat mir auch dringend geraten, da mit der Software zu arbeiten, um eben eine Schnittstelle zu haben zwischen ihm und uns, wo wir Dokumente idealerweise auch schon im Laufe des Jahres einpflegen können, um nicht eben diesen riesigen Batzen an Arbeit zu haben, wenn es dann soweit ist und die Deadline für die Abgabe näher rückt. Also wir haben da schon irgendwie auch dringend Bedarf, das ein bisschen besser zu strukturieren und da wir zu zweit auch daran arbeiten, mit zwei getrennten Systemen und irgendwie Oberflächen, ist es mit Sicherheit cool, wenn wir das beide füllen können. Von zu Hause aus und da ist so eine digitale Lösung, ist halt für uns eigentlich ideal.